Buongiorno und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack. Heute begrüße ich Sie von meiner Tournee durch Italien, von Trento über Turin nach Florenz und Siena. Und mit dabei der wunderbare Bertrand Chamaillou. Dazu später mehr, denn beginnen wollen wir unsere Sendung mit einem phänomenalen Gitarristen. Durch Zufall bin ich auf eines seiner Videos im Internet gestoßen und ich war sofort fasziniert. Es ist Antoine Boyer. Er spielt Gypsy, Jazz und klassische Gitarre. Und ich wollte Ihnen diesen Ausnahmemusiker unbedingt vorstellen. Es war gar nicht so einfach, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Aber im Pariser Jazzclub Le Triton konnten wir ihn treffen. Hier spielte er mit seinem langjährigen Freund Samuelito. Und eine Überraschungsgästin war auch dabei. Hast du die Mundharmonikaspielerin kennengelernt? Oh, in Taiwan. In Taiwan? Yes. You went to in Taiwan. War das in einem Jazzclub? Yes, we went, we met in a festival. Nun, es war bei einem Gypsy Jazz Festival. Gypsy Jazz Festival. Und warst du sofort fasziniert von ihrem Spiel? Yeah, yeah. Wie würdest du es beschreiben? Unglaublich stark, authentisch und wahr. True. So, yeah. True. Und wir sind jetzt verheiratet. We married also. So we met in Paris. Ich habe Antoine in Paris kennengelernt. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Wir studierten damals beide klassische Gitarre am Pariser Konservatorium. Und wir hatten denselben Lehrer, Gérard Habiton. Ein unglaublich toller Gitarrist und Lehrer. Aber anfangs haben wir gar nicht zusammen gespielt. Wir haben uns nur so aus der Ferne bewundert und gedacht, hey, was der drauf hat. Wow, what this guy is very strange. Ich spielte damals Flamenco und er Gypsy Jazz, aber getroffen haben wir uns durch die Klassik. Wie hast du angefangen? Es war die Idee meines Vaters. Er schlug mir vor, Gypsy Jazz Gitarre zu lernen. Ich war damals 6 Jahre alt und so haben wir gemeinsam bei demselben Lehrer angefangen. Er war auch Anfänger und dann haben wir eine ganze Zeit lang zusammen gespielt. And did you go faster than hast du damals schneller gelernt als er? I don't know, we had different roles. Nun, wir haben ja unterschiedliche Rollen. Im Gypsy Jazz gibt es ja 2 Rollen. Einmal den Begleiter, der den Rhythmus spielt. Like this. The guy who plays the rhythm guitar. Like this.
und dann den, der die Melodie spielt und improvisiert. Klar, wechselt man sich manchmal ab, aber normalerweise spielt einer den Rhythmus und der andere das Solo. Und wir haben sehr lange zusammen getourt. Zur Klassik bin ich gekommen, als ich zum ersten Mal Roland Diaz hörte, ein großartiger klassischer Gitarrist. Er spielte eine wunderschöne Version von Django Reinhardts Nuages. Eigentlich ist es ein Gypsy-Jazz-Stück, aber er hatte es für klassische Gitarre arrangiert. Es war so unglaublich für mich mit all den verschiedenen Stimmen, die er mit seiner klassischen Kontrapunkttechnik erzeugte. So etwas haben wir nicht im Gypsy Jazz. Beim Gypsy benutzt du das Plektrum. Und in der Klassik die Finger. Als ich das hörte, auf einer Gitarre so viele Stimmen erklingen zu lassen, war ich so fasziniert und wollte dann unbedingt klassische Gitarre lernen. To learn classical guitar, to learn counterpoints. That's the first part. Sorry, once I start, I can't stop. You write own pieces. Du schreibst ja auch eigene Musik und ich habe deine Kontrapunktstücke entdeckt. Ja, es ist eine kleine Serie mit 10 Kontrapunktübungen, die jeweils nur eine Minute dauern. Eigentlich geht es darum, zwei Linien gleichzeitig zu spielen. Ich zeige dir mal ein kleines Beispiel. So, for example, a good example would be on the guitar would be like if I do this. Das klingt nun wirklich nicht nach zwei Linien, aber wenn ich es so spiele, und die eine Linie halte, während ich die andere spiele, dann bekommt jede Linie ein eigenes Leben. Und es klingt wirklich wie zwei Stimmen, die gleichzeitig singen. Wenn du komponierst, schreibst du dann deine Stücke auf? Normalerweise mache ich das erst, wenn ich fertig bin. Aber im Konzert klingen sie dann sicher immer anders. Kommt drauf an, bei manchen Stücken ist alles fix und bei anderen improvisiere ich. I
Wenn ich spiele, dann denke ich an gar nichts. Es geht mehr darum, im Hier und Jetzt zu sein. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Die Herausforderung besteht darin, jetzt im Moment hier zu sein. On this moment, just now, 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 now. Unser Wunsch ist es immer, gute Musik zu machen und tolle Erfahrungen zu sammeln. Aber es ist doch wie im richtigen Leben. Wenn du die Dinge zulässt, dann passieren die schönsten Sachen, schöner, als du es dir jemals hättest vorstellen können. So it's more like this way that we think about life. Danke, lieber Antoine. Merci beaucoup. Und ich glaube, wir werden noch viel von dir hören. Jetzt in Siena im Teatro dei Rinnovati. Es ist ein unglaublicher Saal. Ich bin zum ersten Mal hier und ich freue mich jetzt gleich mit Bertrand ein bisschen Brahms und Mendelssohn zu spielen. Wir spielen hier Meisterwerke. Sie zu spielen, das ist die eine Sache. Aber einen persönlichen Ausdruck zu finden, nachdem so viele große Meister diese Stücke schon interpretiert haben, das ist eine Herausforderung. Es ist ein wunderbares Stück, das Brahms 1886 in Thun geschrieben hat. Ein Stück voll künstlerischer Reife. Welche Melodie mir am besten gefällt? Nun, ich mag den zweiten Satz ganz besonders, in Fis-Dur geschrieben. In dieser Tonart spiele ich fast nur die schwarzen Tasten. Und man sagt, dass Fis-Dur die Tonart des Lichtes ist. Das müsst ihr rausschneiden. La première, quoi? C'est ça, oui. Donc le piano joue ça. Das klingt majestätisch und das Cello begleitet mit einem Pizzicato.
Dieses Stück von Brahms liebe ich besonders. Ich habe ja immer ein wenig Angst vor ihm. Er ist so deutsch. Wie all diese deutschen Komponisten ist er eine richtige Herausforderung. Und ich bin ja Franzose. Da machen mir diese durchkonstruierten Werke fast ein bisschen Angst. Aber dieser Brahms, der ja fast wie Schumann klingt, ist so fantasievoll. Er spricht mich so an. Et peut-être celui qui me parle le plus personnellement. Deux petites pièces de Wolfgang Grimm. On a demandé à des compositeurs vivants d'écrire. Heute Abend spielen wir auch zwei Stücke von Wolfgang Riem. Wir haben zeitgenössische Komponisten gebeten, Lieder ohne Worte für uns zu schreiben. Darunter ist ein junger spanischer Komponist, Francisco Coll, und drei deutsche Komponisten. Heinz Holliger, der für uns sein Stück Romanzen ohne Worte neu arrangiert hat, da er es ja eigentlich für Geige und Klavier komponiert hatte. Und Jörg Wittmann hat ein Stück geschrieben. Und Wolfgang Grimm hat gleich zwei Stücke komponiert. Wolfgang Grimm a écrit deux pièces. On lui avait demandé une, il a écrit deux. Diese Kompositionen haben wir für unser Mendelssohn-Projekt noch nicht aufgenommen. Wir planen ja, Mendelssohn mit zeitgenössischer Musik zu kombinieren. Mendelssohn spielen wir dabei auf alten Instrumenten, während wir auf modernen Instrumenten die neuen Stücke spielen. Wie Farbtupfer, die Mendelssohns Musik kommentieren sollen. Und jetzt, während unserer Italien-Tournee, spielen wir jeden Tag ein anderes modernes Stück vor Mendelssohns zweiter Sonate. So bereiten wir uns auf unsere Aufnahme vor und proben quasi vor Publikum. Mendelssohn, Lied ohne Worte, Romanze senza parole. Thank you.
Es ist immer so wunderbar, hier in Italien zu spielen. Die Theater sind einfach toll, die Städte voller Geschichten. Eine ist schöner als die andere. Wir sind hier in Siena und dieser Platz, die Piazza del Campo vor dem Teatro dei Rinnovati, er ist so berühmt. Es ist das erste Mal, dass ich hier spiele und ich liebe Siena und freue mich auf unser Konzert mit Mendelssohn und Brahms. Autour de Mendelssohn et Brahms ce soir. Es gibt ja Instrumente, die haben, um es zart zu sagen, nicht gerade den besten Ruf. Dazu gehören zweifelsfrei die Blockflöte und natürlich die Bratsche. Dass dies alles nur unsinnige Vorurteile sind und welches unglaubliches Potenzial gerade in diesen beiden Instrumenten steckt, zeigen uns Dorothee Oberlinger und Nils Mönkenmeier. Nachdem ihr gemeinsamen Konzert so ein Erfolg wurde, hatten sie sich entschlossen, ihr Programm auf CD einzuspielen. Das Ganze fand statt auf Schloss Elmau und wir waren froh, dass wir dabei sein durften. Spielt ihr schon zusammen? Oh, ich bin immer so schlecht mit, also seit vor Corona. schon einige Jahre, wir kennen uns auch schon, da war ich noch ein Student und habe bei der Villa Musica bei so einer Stiftung Brandenburgische Konzerte mitgespielt mit Reinhard Göbel und da war Dorothee eine der Stars und ja, wir haben uns sofort total gut verstanden und dann später wieder getroffen. Und da bist du dann hingegangen und hast gesagt, hey, Dorothee, ich spiele Bratsche, kann ich dir mal was vorspielen? Nee, sie hatte mich ja dann gehört, als wir zusammengespielt haben, aber ja, ich fand sie einfach ganz toll. Ich meine, es ist ein, so als Vollblutmusikerin und mit unglaublichem Drive und ich war noch so ein kleiner verängstigter Student und dachte so, ah, und dann hatte sie noch, dann hat sie noch Fotoshooting gehabt und war so total glamourös und wir alle Studenten waren so, oh mein Gott, guck mal, die hat Fotoshooting und so und sie war so, hallo. Und erinnerst du dich noch an den Studenten? Ja, sehr, ja? sehr genau. Wie kam er denn auf dich zu? Ja, also da war sofort irgendwie so eine total freundschaftliche Verbindung und Energie da. Es gibt ja eigentlich nicht so viel Literatur für diese beiden Instrumente. Nicht also wirklich. Quasi keine. Genau. Aber wir haben uns dann einen ganzen Tag in Salzburg getroffen mit so einem Notenstapel und haben ganz viel Bach auch ausprobiert und haben das dann so arrangiert, weil ich kann ja mit meinen Flöten in verschiedene Register steigen. Ja, du, du kannst das gesamte Spektrum der menschlichen Stimmen abdecken. Das finde ich total faszinierend. Wir haben
haben zum Beispiel ein Stück von Cage mit dabei, was für mich auch so ein zeitloses Stück ist. Und es ist eigentlich ein Klavierstück. Dream heißt das. Und man würde das nicht mit Cage erstmal verbinden. Ne? Nee, es hat so einen beschränkten Tonraum, mit dem es spielt. Und es klingt auch archaisch irgendwo. Und das ist zum Beispiel was mich auch sehr berührt, dieses Stück. Das, man ist fast so ein bisschen wie in Trance, wenn man das spielt. Eines Duo-Spiels ist ja, dass man, es gibt ja sozusagen den Dialog zum einen, dann gibt es die Gegenüberstellung, dann gibt es die Imitation und Verschmelzung. Genau, die Verschmelzung. Aber auch der Kontrast, sozusagen. Und wir wollten diese ganzen Facetten davon abdecken. Das ist wie ein gutes Gespräch, wo alle Facetten einmal auch vorkommen. Auch für unser Duo, und zwar ein Scottish Reel. Das hat man in Schottland immer gespielt, wenn der Pfarrer zu spät war und die Kirche war noch zu und es war Winter und es war saukalt. Dann hat man ein Reel getanzt und war dann wirklich warm, das Fitnesscenter sozusagen der alten Musik. Beide diese Instrumente, die vielleicht so öfter mal in der Mauerblümchen-Ecke sind oder sag mal nett ausgedrückt. Ach so, ich fand über das die Bratsche gibt es die Witze und die Blockflöte ist ja im Volksmund ein bisschen verpönt, weil jeder damit begonnen hat. Genau, das ist so ein bisschen, wir haben, also unsere Instrumentengeschichten haben beide so eine kleine Krux. Aber eigentlich, und das finde ich irgendwie das Interessante, also einerseits geht es natürlich um unsere Instrumente und andererseits geht es auch überhaupt nicht darum, sondern es geht eigentlich immer darum, also, dass ich sehe Dorothee natürlich, dann kommt sie mit diesen ganzen Flöten und dann klingen die alle, also ich meine, die ganz krank, dann macht sie das, dann ist es wie eine menschliche Stimme oder sie macht daraus Klänge. Ich wusste gar nicht, dass man das mit einer Blockflöte machen kann. Aber am Ende, was ich total an dieser Zusammenarbeit so genieße, ist, dass wir uns dann zuhören und dass es dann am Ende ist, es wie ein Dialog zu zweit. Und ich bin immer total erfüllt davon. Und ich höre eigentlich, und das ist für mich auch der Schlüssel an dieser Verbindung, warum ich das so erfüllend finde, ich höre dann auf, an mein Instrument zu denken. Möchte ich mich für heute von Ihnen aus Bella Italia verabschieden. Hier ist schon herrlichster Frühling und den wünsche ich Ihnen auch und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.